Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zum DAX-Check, der heute mal wieder mit einem richtigen Knall anfängt. Der DAX ist offenbar ein Frühaufsteher zurzeit. Guten Morgen, Thomas, Guten erstmal. Morgen. Ja, wir haben ein neues Allzeithoch. Einfach mal so in Einfach den mal ersten so, Handelsminuten. genau. Wie gestern angekündigt. Ja. Ja, heute 12.951 Zähler schon gewesen. Starke Vorgaben aus Amerika. Nikkei wieder deutlich über 20.000 Punkten. Schaut auch wieder sehr verdächtig aus, sage ich mal. 20.800 sind es beim Nikkei, die zu überwinden es gilt. Und dann wäre das ein sehr massives Kaufsignal für den japanischen Leitindex bei uns. Wie gesagt, auch ein neues Kaufsignal. Wir sind jetzt aus dieser, oder wir gehen hoffentlich jetzt aus dieser Schiebezone, die wir hier schon seit Wochen haben. Ja, könnten wir jetzt rausgehen, endgültig. Du meintest ja gestern, das nächste Ziel für dich ist eigentlich gar nicht 13.000, sondern 13.200. Das ist in dieser Woche rein theoretisch sogar möglich. Ja, das habe ich gestern mal so in den Raum gestellt. Stehst du noch heute dazu? Ich stehe dazu. Ich denke mal, wenn wir dieses Niveau halten, es gibt keinen Grund, das nicht anzunehmen, ja, dann sehen wir in dieser Woche durchaus die Chance, 13.200 Punkte, das sind jetzt noch 2%, sollte machbar sein, auch wenn viel immer mehr Leute warnen, jetzt Jim Rogers zum Beispiel, der von dem schlimmsten Crash seit Menschengedenken warnt. Warum sollte der, könnte der eintreten, was sind die Argumente? Wie gesagt, ich war, ich habe mich noch nicht so weit einlesen können. Ja. Warum? Ich habe nur die Headline bei uns auf der Seite gelesen. So weit war ich jetzt noch nicht. Aber klar, viele, viele Unternehmen in Amerika sind schon ambitioniert bewertet. Ja? Aber ich sage mal, in Europa ist die Konjunktur am Laufen. Die Unternehmen noch deutlich günstiger als jetzt die US-Pendants. Also Niedrigzinspolitik, alles spielt zusammen und wird auch den Markt noch weiterhin beflügeln, so unsere Einschätzung. Und von daher, ja, kann ich diese Angst, was jetzt den deutschen Markt betrifft, nicht teilen. Jetzt sind wir ja mit den neuen Allzeithochs einmal auf Schlusskursbasis, jetzt auch heute endlich Intraday, in einem charttechnisch luftleeren Raum. Es gibt also keine Widerstände mehr, die es zu knacken gilt, außer die runden Marken, die du ja schon aufgezählt hast. Wie kann man denn jetzt hier charttechnisch am besten vorgehen? Ich glaube, ja, ein Mittel wäre zum Beispiel ein Kanal, oder? Ein Kanal sicherlich, ja. Wenn wir hier, ist hier in diesem Chart etwas schwieriger, weil der nicht logarithmisch ist. Also von daher mit Vorsicht zu genießen. Ich nehme dann öfters mal die Fibonacci-Projektion oder Retracements. Und da hatte ich ja schon mal gesagt, 13.500 wäre so eine Marke. 13.000, knapp über 13.000, 13.060 ist so eine Marke. Aber dazu mehr auf unserer Homepage. Das Produkt ist natürlich in Saft und Kraft, sage ich mal. Das läuft alles. Ja. Noch ein paar Worte dazu? Ja, genau. 8.17 war ja der Kaufkurs. Wir stehen jetzt bei 10.05, also über 20% im Plus. Wir haben heute Morgen geschrieben, bitte ziehen Sie den Stoppkurs nach auf Einstand, also auf die 8,17 Euro und die Gewinne dann entsprechend laufen lassen. Also das ist so die Empfehlung, die aktuell gilt. Okay, wir pirschen uns also langsam an diese 13.200-Punkte-Marke an. Ich bin erstmal froh, wenn die 13.000-Punkte-Marke fällt. Ich bin sehr gespannt. Danke für den Moment, Thomas. Gerne. Bis morgen, liebe Zuschauer. Ja, dann wünschen wir Ihnen einen sehr schönen und sehr erfolgreichen Handelstag. Bis morgen beim DAX-Check.